Interview an diesem Tag mit der Nummer 7 von Zwakoveda, Sandro Platzbummer. Sandro, danke erstmal, dass du gekommen bist fürs Interview. Willst du uns ein kurzes Statement aufgeben zu dem Ende? Ja, wir sind reinkommen ins Spiel, wir haben schon oft, dass der Linebacker die sozusagen von außen gehört und wissen, dass wir sehr viele Verletzungen haben, viele Ausfälle. Ich habe schon gewusst, dass es dann von dem her einfach eine Partie sein wird, wo wir trotzdem uns konzentrieren müssen, weil es ist immer noch ein Spiel und wenn man jetzt dann auf der anderen Bar denkt, dann ja, das ist eh schon Cash, hier sollte man gewinnen. Und dann versuchen wir trotzdem mit dem Ernst in die Sache zu gehen und wollen wirklich nach Verletzungen auf unnötige Dinge. Ja, und du hast jetzt heuer das erste Mal bei uns gespielt. Was sagt es unserem Gameplay? Wir haben uns natürlich versucht, wieder ein bisschen zu verbessern. Wie war die Stimmung heute im Stadion? Aber von den Auswärtsspielen finde ich schon sehr gut, vor allem das mit dem Haie auch, also das Punkt am 1-2-Lauf, das ist ja ähnlich bei uns, jetzt haben wir hier gleich mal ein bisschen raus. Ich habe es im Haie. Von dem her finde ich schon sehr cool da und eigentlich nur das eine sind eben für die besseren Auswärtsgegenwehs. Danke fürs Lob. Kannst du uns zum irgendwo positives Statement irgendwas mitgeben für die nächsten Spiele, die wir da kommen? Ja, ich bin gewillt. Ich sehe gerne, ich muss mit seiner Initiative sagen, dass ich zumindest auch ein bisschen schon mal wieder zu kommen. Also für den Flach und Raiders Vikings ist es momentan noch schwierig. Aber ich glaube, dass gegen Rangers und gegen also mittleren Teams zu haben, ist sicher eine Chance, wenn ihr fit seid, wenn ihr eure Verletzungen wieder ausprobiert habt. Also es ist schon sehr viel Potenzial, die habe ich schon zum Beispiel über die Rangers. Danke, das ist sehr nett von dir. Gute Heimreise, danke fürs Interview.